Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Ja, endlich Wochenende vorbei, ne? Eigentlich nicht. Es war so schön. Ich hatte ein richtig, richtig tolles Wochenende. Ja, voller Sonnenschein und Freunden. Also gut, wir hatten nur unsere besten Freunde da, aber trotzdem war das ein fantastisches Wochenende. Ja, und deswegen fast ein bisschen schade, dass es schon vorbei ist. Auf der anderen Seite habe ich heute frei. Yay! Das ist gar nicht so schlecht. So, ich weiß nicht, ich habe jetzt mal geschaut gerade. Ja, Jagdhütte 2. Irgendwie beackern die Felder nicht. Ich weiß aber nicht so genau, warum. Ich verstehe das nicht so genau. Also irgendwie sagen die mir hier, irgendwas fehlt. Aber man sagt mir, Produktion nicht eingestellt. Ja, aber was soll ich denn einstellen? Ich meine, das sind ja die Landknechte, deswegen verstehe ich es nicht. Also, ich meine, ich kann hier mal alles einmal einstellen, aber es ist halt Quatsch, weil es fehlt halt, ne? Und deswegen, also ich, ja, die sollen ja eigentlich das Feld beackern. Ich habe mir überlegt, wir könnten eigentlich nochmal ein zweites Feld machen, ne? Vielleicht fangen sie damit an. Das Säckchen, bin ich der Meinung, haben wir auch. Und die Samen, die Roggensamen, die Kohlsamen haben wir auch. Oder ist Kohl vielleicht nicht mehr? Ja, es kann natürlich sein, dass Kohl vielleicht gar nicht mehr im Sommer gibt. Eigentlich schon. Warum sollten sie das hier so spontan ändern? Das wäre sehr seltsam. Komm. Nein, doch nicht. Ich weiß auch nicht. Feld. Oho. So, mal gucken. Das ist mir zu nah. Ja, ich glaube, hier ist doch ganz gut. Und dann gucken wir mal. Was ist das jetzt? 7 mal 7? 8 mal 6? Ja. Uah. Nein, das ist jetzt 8 mal 5. Egal. Dann ist es halt nur 8 mal 5. So, ackerst du jetzt los? Sonst muss ich das jetzt nämlich doch noch schneller leiten. Nein, okay. Okay, dann ist ja gut. Dann ist ja schön, dass wir das jetzt, dass das geklappt hat. Das ist hervorragend. Dann brauche ich mir darüber jetzt keine Gedanken mehr machen. Was ich mir allerdings Gedanken machen muss, ist, ich muss mit meiner Frau reden. Aber ich glaube, die ist noch gar nicht da. Ich glaube, die sind noch unterwegs, ne? Ja, die laufen noch. Okay. Aha, okay, alles interessant. So, gut. Was wir jetzt halt so ein bisschen als nächstes brauchen, wäre eigentlich schon nochmal ein Wohnhaus. Das würde ich dann tatsächlich so ein bisschen. Ach ja, schwierig, ne? Wenn man so eigentlich in die Richtung will und dann anfängt, hier hinten weiter zu bauen. Kann ich hier eigentlich eine Straße hinpacken? Ich glaube, das könnte man ganz gut verkaufen. Ja. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Es ist halt ein bisschen schief, aber gut. Es ist ja nichts Neues, dass es immer alles krumm und schief ist. Ja, das geht, ne? Sollen wir hier mal so eine Baumreihe nach hinten machen? Geht das? Ah! Oh! Okay, das gefällt mir. So ganz spontan. Ganz spontan. Das ist echt cool. Ah, das ist fast ein bisschen weit, ne? Weißt du was? Dann machen wir nur 7. Aber dafür gehen wir halt ein bisschen weiter rein. Ne, dann machen wir das bloß. Also machen wir das da. Mal gucken, ob das passt. Ja, aber 8 ist zu viel. Aber 7 ist gut. So ist schön. Da hast du hier ein bisschen Platz und da ein bisschen Platz. Aber an und für sich ist das gar nicht so schlecht. So, und dann bauen wir, glaube ich. Weiß ich nicht, sieht das komisch aus, wenn ich hier ein Häuschen hinbaue? Es ist halt schon sehr schief, ne? Also so die Ebene ist schon sehr schief. Aber ich habe ja ein bisschen die Befürchtung. Oh, ich muss da noch mithelfen. Dass meine Frau sich dann tatsächlich, also die ich gerne hätte, dass die sich tatsächlich mit dem anderen dann anfreundet, ne?
Kann ich hier eine Holzhacke und ich brauche noch ein Säckchen. Ein Säckchen habe ich also erstmal nicht mehr. Okay, dann müssen wir mal nach Leder gucken. Leder. Dann gucken wir doch mal. Entschuldigung. Ich war jetzt nicht so richtig. So, dann machen wir mal schnell. Stellen wir mal zwei Säckchen her. So. Und dann helfen wir dem mal kurz ein bisschen. Also nur eins. Vielleicht reicht das ja schon. Warte, Dünger. So. Genau. Hühnerstall. Yay. Dann machen wir die auf die 6. Und dann machen wir das da. Grabe das Feld um und bestelle es. Ich kann das gar nicht bestellen, weil der jetzt alle meine Kräuter. Okay, warte, das machen wir dann halt einfach. Ja, das ist ja blöd. Ich helfe dem jetzt einfach. Also, wenn ich darf. Ja. Dann haben die dann halt zwar gleich nicht mehr ganz so viel. Naja, das große Feld muss auch noch bestellt und gedüngt werden. Also von daher ist es okay. Danke. Jetzt. So. Jetzt müssen wir vielleicht doch nochmal Dünger kaufen. Achso, nee, Quatsch, brauchen wir nicht, weil das ist ja erst, das große Feld soll ja eh für die, fürs Roggen und das, so fürs Roggen sein, so rum. Und den Roggen können wir erst im Herbst anpflanzen. Also ist das noch nicht ganz so schlimm, wenn ich nicht allzu viel Dünger da habe. Und bis dahin kaufen wir uns dann einfach nochmal neues. Beziehungsweise ich habe jetzt ein paar Beeren rausgeschmissen, die, ja, das wird dann, oh Mann. Es tut mir leid. Also, ich habe in der Scheune ein paar Beeren rausgeschmissen. Die werden zu Verdorbenen jetzt im Herbst. Und dann können wir aus denen dann... Na, sag mal. Den Dünger herstellen und das, was fehlt, das kaufen wir uns noch dazu. So wird ein Schuh raus. So. Feld umgegraben. Achso, da muss ich hier, ich glaube, das muss einmal das Normale gemacht werden, ne? Jetzt hat Stelle das Feld. Ja, das kann ich halt nicht, ne? Weil der hat jetzt, glaube ich, allen Kohl. Hat er noch Kohlsamen? Achso, ein Kohlsamen würde mir ja reichen, ne? Ein Kohlsamen. Sind die Samen auch mit drinnen? Nee. Kohlsamen. Ah, perfekt. Ich muss ja bloß den einen. Zack. Bauernhof. Ach, ich muss trotzdem schon einen Brunnen aufstellen. Okay, krass. Okay, ja, das mache ich doch einfach mal, ne? Nee, kannst du nicht. Dir fehlt das Holz. Hast du ja recht. Dann hole ich mir mal ein bisschen Holz, ne? Holz. Oh, krass, wie viel Holzstämme sie schon gesammelt haben. So, die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Das wollte ich essen, das kann raus. Steine brauche ich jetzt auch nicht. Stöcker nicht. Tollkirchen nicht. Tollkirschen. Das war's. So, gut. Ich würde den Brunnen jetzt eigentlich hier hinstellen wollen, direkt gegenüber vom Nahrungsmittellager. Ich finde, das macht Sinn. So ein bisschen. So, ja, Regewinnung, genau. Ja, das erste Feld ist weit genug weg. So, was brauchen wir denn? Stroh. Und nochmal zwei Holzstämmchen. Entschuldigung. So, Stroh. Ich glaube, ich habe kein Stroh. Nee, doch, wir haben doch ganz viel Stroh gesammelt gehabt. Das müsste doch eigentlich, ja, gucke mal. 16, ne?
16. Ja. Oh, ich habe ein bisschen Hunger und ein bisschen Durst. Ich weiß, die Jahreszeit ist jetzt dann fast zu Ende. Aber es sind noch mal ein paar Stunden. Also sollte man das schon, ja, nicht unterschätzen. Nicht, dass ich dann nachher dann doch noch so viel Leben verliere, weil ich verhungere, weil ich mir glaube, denke und vorstelle, ah, das passt schon so. Nee, das machen wir nicht. Ja. Jetzt kannst du ein bisschen. Cool. Dann haben wir das ja jetzt gemacht. Sehr schön. Ja, Verwaltung, das weiß ich alles. Alles gut, aber ich habe trotzdem niemanden, der mir jetzt das Wasser holt. Erreiche mindestens 15 Gebäude. Okay, cool. Ne? Warte mal, der Beginn einer Gemeinde. Hab Einwohner in deiner Siedlung. Baue ein Haus für zwei neue... Okay, das ist alles in Ordnung. Ja, schön. Das finde ich gut. Verwaltung. Mhm, das verstehe ich alles noch nicht ganz. Das mit diesen Zahlen 120 pro Tag. Okay. Dann holen wir uns einfach noch mal ein paar Holzstämmchen und dann bauen wir mal noch ein Häuschen, ne? Im Notfall würde ich nämlich lieber die zukünftige Frau dann alleine lassen, leben lassen wollen. Damit wir sie dann davon überzeugen können, dass wir ein total cooler Typ sind. So. Eine Steine brauche ich noch nicht. Ich meine, da sollen zwar Felder hinkommen, aber das heißt nicht, dass wir hier nicht nochmal ein Häuschen hinbauen können. Ich muss mal gucken, das müsste eigentlich gut gehen, ne? Juhu. Ja, ich glaube, so ist es okay. Machen wir es einfach ein bisschen nach hinten. Nicht ganz so viel, das passt. Ich habe immer das Gefühl, es ist schief und schräg. Naja, egal. Es ist jetzt, ist mir wurscht, dann ist es halt einfach alles schief. Weil früher haben sie ja auch nicht alles gerade gebaut, ne? Daran muss ich mich halt einfach, ja, man muss sich damit anfreunden. Ich kann mich noch nicht so ganz damit anfreunden. Das fällt mir schwer. Ja, der innere Monk, der schimpft halt immer ein bisschen. Aber naja, wir gewöhnen uns noch dran. Da bin ich mir sicher. So. Ei, schön. Also ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich das jetzt wirklich schaffe mit dem Häuschen. Das ist ja doch schon recht spät. Aber wir gucken einfach mal, ne? Wir haben ja noch ein paar Holzstämmchen dabei. Brauche ich da auch eins? Ja, natürlich. Naturellement. So. Aber immerhin, fast die ganzen Baustämme schon drinnen. Zumindest außen. Außen haben wir sie jetzt dann fast. Schön. Schuh. Ja, geplant für den Herbst ist eigentlich so ein Stück weit, dass ich gerne einen Grabungsschuppen und einen Ressourcenlager gegenüber, also hinten bei der Mine baue. Ist zwar ein bisschen weiter, aber das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, finde ich. Genau, das fand ich halt schon ziemlich cool. So, jetzt muss ich mal gucken. 35, ach super. Ah, das ist ja ein bisschen zu viel. Was kann ich denn mal wegtun? Was brauche ich denn jetzt nicht so zwingend dringend? So, jetzt siehst du. Genau. Also im Herbst, ja, das wäre jetzt so das oberste Ziel für den Herbst. Ansonsten möchte ich gerne im Herbst auf alle Fälle eben halt nochmal ein bisschen ja, Dinge basteln, wie Kräuterhütte und ja, eventuell noch die Küche und sowas, wenn das geht. Das wäre alles ziemlich cool. Ach schau, siehst du, das haben wir jetzt gemacht. Sehr gut. Okay, das ist doch schön. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Platz. Jetzt kann man hier ein Zäunchen oder sowas dann hinsetzen, wenn man dann irgendwann soweit ist. Das wird schon schön.
Wir müssen ja Bretter herstellen. Das ist jetzt ein bisschen zeitaufwendig, aber das ist halt so. Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? So, lass mich mal ran, Mäuschen. Chibara. Hatten wir da nicht einen Typ? Jetzt bin ich total verwirrt. Holzfäller. Ach so, nee, den habe ich umgeswitcht. Den habe ich umgeswitcht, weil der Jäger sein konnte. Stimmt. Ja, das ist höchst interessant, wenn man dann mal 2-3 Tage nicht spielt, ne? Dann muss man erst mal sich wieder so ein bisschen, ja, fangen. Und ich hatte ja dann doch relativ viel vorproduziert. Das wollte ich eigentlich nicht mehr machen, aber das ging jetzt eben halt einfach nicht. Und das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Heißt ja nicht, dass ich das jeden Tag so mache. Ich meine, heute ist Montag in der Früh. Die Folge kommt für euch auch Montag. Das heißt, ich werde definitiv heute noch eine Folge aufnehmen müssen, sonst komme ich nicht hinterher. Und weil ich heute frei habe, funktioniert das auch super. Yay! Genau. Ja, so. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nein! So ist das, ne? Mit dem Licht. Mal brennt es und mal brennt es nicht. Naja, was soll's. Ist wurscht. Ach schön, ich freue mich jetzt auf das nächste Haus. Und dann lassen wir sie gleich umziehen. Die liebe Mildreda. Mildreda? Naja. Unsere zukünftige Frau. Immer, wir haben bei der schon so viel Zufriedenheit. Dann wäre das halt total schade, wenn wir das nicht hinkriegen könnten, ne? So. Jetzt müssen wir dann eigentlich ein paar Steinchen sammeln, damit wir dann gleich weiterbauen. Aber ich denke, wir werden erstmal die... Ja, lass uns erst die Bretter machen, ne? Wie viele Bretter habe ich denn jetzt gemacht? 32. Reicht für eine Seite. Also ich muss nochmal so viel Holz nehmen. Hat er das jetzt eigentlich... Ja, ich glaube schon. Das ist fertig. Da ist er jetzt dann fleißig dabei. Ach, schön. Herrlich. Sehr gut. So, bauen wir hier schon mal ein bisschen schneller. So, da. Nee, eigentlich will ich das nicht. Ich mache jetzt hier erstmal bis auf 1. Und nachher machen wir dann zack, 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 zack. Wir brauchen ja die Steine noch. Das ist ja dann nicht so von jetzt auf gleich gesammelt. Mal gucken, wie viele Steine wir haben. Ja, und dann will ich auf alle Fälle noch was herstellen. Dankeschön für den Tipp. Liebe Lucky. Man kann ja diese Bolzen herstellen. Da muss ich dann mal gucken. Technologien. Warte mal, wo sind die? Oh, kann ich die schon? Werkstatt. Küche. Miete. Ach, Holzbolzen. Wird an der Werkbank der Schmiede oder in der Jagdhütte hergestellt. Ah, das ist gut. Weil die brauchen nur Stöcker und Federn und sind genauso viel wert wie die Steinpfeile. Das ist eine gute Idee. Die werde ich dann herstellen. Da brauchen wir wahrscheinlich nicht ganz so lange, bis die fertig sind. Aber das ist nicht ganz so schlimm. So, jetzt brauchen wir nochmal ein paar Bretter. Das kann ich. Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wie viele Federn wir eigentlich haben. Oh, okay, alles klar. 226, hoffentlich haben wir auch so viele Stöcker. Sonst haben wir nämlich ein großes Problem. Warte mal, wir machen mal so. Wie viele Stöcker habe ich denn? Oh ja, passt. Dann können wir ja richtig viele Holzbolzen herstellen. Also Dankeschön für den Tipp. Das machen wir dann auch nachher noch. Mist, was wollte ich jetzt? Ach, Bretter herstellen. Genau, Bretter herstellen. Da brauchen wir noch ein paar. So. Und machen wir mal 18 oder 17, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ja, genau. Ah, so schön. Ja, wie war das Wochenende noch sonst so? Ich meine, ich habe vorhin am Anfang ja schon so ein bisschen angerissen, dass es total schön war und es war auch wirklich richtig schön. Der Kleine, der hat sich total super verhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass er das alles so entspannt mitmacht. Er war zwar gestern Abend dementsprechend noch sehr aufgedreht und aufgewirbelt. Wir waren gestern fast den ganzen Tag draußen, weil es so unglaublich schön war.
Und bis wir ihn runterbekommen haben, war es dann 9:45. Oh Gott, der Arme und wir Armen. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, so, also aufnehmen tue ich heute nichts mehr. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin müde. Es war wirklich echt vollgepackt. Wir wollten ja eigentlich essen gehen. Das haben wir uns verkniffen, weil mein Schwanger Corona hat. Die Nachbarn haben auch Corona. Es ist einfach, ja, naja. Und dementsprechend sind wir dann nicht essen gegangen, sondern haben uns das einfach abgeholt. Was auch vollkommen in Ordnung für uns war. Also das war wirklich, oh, wir verduschten. Das war jetzt klar, ne? Haben wir jetzt gar nicht gesehen. Ja. Genau, wir haben uns das dann geholt, aber das ist egal, also ob wir da essen oder hier, war in dem Moment vollkommen wurscht. Wir haben das einfach, ich habe mir meinen Tisch total schön dekoriert und ich liebe ja rosa und pink und sowas, nein, gar nicht. Und ich habe mir eine cremefarbene Tischdecke mit rosa-pinken Blumen drauf gekauft gehabt und habe dann mir einen Blumenstrauß aus Tulpen und pinken Rosen und sowas gemacht und es sah einfach wunderschön aus. Also ich war wirklich total zufrieden mit mir, ne? Ich habe noch nie Blumen gebunden, aber der Blumenstrauß sieht geil aus. Ja, also war richtig, also mir geht es im Moment wirklich total gut. Manchmal hat man so im Winter, wenn dann so wirklich kalt ist oder was, dass man so richtig depressiv wird oder sowas, ne? Und dass man dann einfach mit der Stimmung nicht so gut hochkommt und ja, das ganze Wochenende war einfach so vollgepackt mit guter Laune. Es war einfach total großartig. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, richtig, richtig genial. Also das gibt ganz viel Energie. Da möchte man ganz viel machen und tun. Und ja, also voll schön. Richtig, richtig cool. Und auch, dass unser Lütter das halt alles so ganz toll mitgemacht hat. Da bin ich richtig stolz und er ist halt sonst eher so der schüchterne Typ, ne? Er braucht einfach die Zeit, um warm zu werden und, ah ja, 6 Bretter, perfekt. Und das hat er halt jetzt nicht so gebraucht, wie wir das angenommen haben, ne? Und ja, das ist halt dann einfach total schön. Steine, 142, ja, naja, 15 Kilo kann ich tragen, oder habe ich gerade, also brauchen wir 65, also machen wir 64, ne? Ja, perfekt. Ach, guck mal, mein Hammer geht gleich kaputt. Das heißt, wir werden uns jetzt nochmal einen Holzstamm kaufen, mitnehmen, meine ich, und dann noch 10 Stöcker. So. Ja, das war schon richtig schön. Also, ja, jetzt wollte ich rennen. Und habe jetzt durch den Hammer doch ein bisschen zu viel mit dabei, aber ist egal. So, pass auf, jetzt machen wir nämlich das. Und jetzt können wir hier nämlich ruckizucki fertig bauen. Ja, genau. Also, wir haben dann nachmittags Kaffee und Kuchen gegessen und ich liebe Kuchen. Also, ich bin wirklich, eigentlich denkt man sich so, ne, oh, man möchte ja doch nicht irgendwie mehr zunehmen und sowas. Keine Sorge, es wird kein Heul-Post oder sowas, ne, alles gut. Aber ja, ich habe halt mal einfach eine super tolle, mega krasse, coole Figur gehabt. Dann wurde ich 21, dann ist alles ein bisschen auseinandergegangen und seitdem kriegt man es nicht mehr so runter, wie man das gerne hätte. Ja, und ich liebe Kuchen und deswegen ist es einfach total schön, ja, wenn man dann zusammensitzt, der Tisch ist so schön dekoriert, es gibt frische Blumen und es sieht einfach alles so ja, frühlingshaft aus. Ja, ich habe meine ganze Frühlingsdeko hochgeholt und dann gibt es einfach Kuchen. Ja, und dann gibt es einfach leckeren Kuchen. Da ist man einfach total happy. 4, 8, ja, 12 und 16 Steinchen fehlen noch. Schnell rasen wir, schnell. 16 Steine. Genau, und dann, ja, Geschenke habe ich ein tolles Buch bekommen. Da geht es um, ja, Liebe. Um verbotene Liebe. Yay, perfekt. Und so, jetzt lasse ich sie als allererstes mal umziehen. Oh, die haben keine Dinger mehr. Okay, keine Hacken mehr. Die muss ich natürlich dann noch herstellen.
dann habe ich ein Parfum bekommen und ich bin eigentlich sehr eigen, was Parfüm angeht. Also ich mag das eigentlich nicht. Ich habe mein Parfüm, das eine, ja. Ein Holzstamm und 5 Stöcke, okay. Ja, das eine. Und normalerweise, alle anderen sind doof. Aber tatsächlich haben sie ein Parfum gefunden. Da hat die Kurze gesagt, also die Tochter meiner Freundin, Mama, das ist pink. Das müssen wir der Ellie mitnehmen. Und, ich weiß gar nicht, 30? Nee, 40 brauche ich. Genau. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so ist. Aber tatsächlich ist es richtig, richtig gut. Also es riecht total klasse. Von Bruno Banani. Das sind sowieso eigentlich, ne, wenn du so dieses typische Bruno Banani kennst, dann denkst du dir so, also für mich, ich mag's nicht. Ja, jedem das seine. Und das Parfüm riecht aber wirklich gut. Und das Glas ist pink. Ja, und ich habe einen Kleiderschrank bekommen. Mhm. Richtig cool. Ich wollte schon lange einen neuen Kleiderschrank haben und jetzt habe ich mir dann tatsächlich, mein Mann und meine Mama und meine Schwiegermama haben mir einen riesigen neuen Kleiderschrank gekauft und ich bin so glücklich über diesen Kleiderschrank. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja. Es ist einfach der totale Wahnsinn. Richtig genial. Ganz, ganz toll. Oh, voll schön. So, ich brauche noch ein bisschen Leder. Ich werde mal nochmal 2 Säckchen herstellen. Dann haben wir das nämlich auch alles. Und dann gucken wir mal, wie spät es ist. Nicht so ganz lohnenswert, ins Bett zu gehen. Oder ich meine, es ist ja sowieso Jahreszeitenwechsel. Das heißt, eigentlich wollte ich ja... ich mache jetzt mal alles raus, was ich gerade nicht brauche, damit ich dann gleich genügend Zeug tragen kann. Ne? So, das da. Perfekt, genau. Federn. Ich nehme mal nicht alle Federn. Ja, mit dann... also ich kann schon alle mitnehmen und rüber tun in die Jagdhütte. Aber ich würde nicht alle herstellen. Also ich würde... Ja, komm, machen wir 200. Das ist okay. So, das packen wir jetzt mal rüber. Habe ich jetzt was getrunken gehabt? Ja, habe ich. Halt, wo ist... Nein, da ist die. Genau. Es sollte ja eigentlich relativ... Hallo. ...schnell gehen. Deswegen... So... Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir könnten mal gucken, ob wir mit Mildredder reden können. Mal schauen. Breitwegerich, Steinchen. Wo ist sie denn? Wo ist denn unsere Gutste? Weg. Da! Sie heißt schon Mildredder, ja, genau. Ja, kann ich noch mal ein bisschen mit dir quasseln? Wie geht es dir? So, du bist so fürsorglich. Ich bin sicher, du siehst ja eine Prinzessin. Ja, ich beneide die Vögel, das war gut. So. Du bist einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Das gefällt dir zumindest ein bisschen. Ah, okay. Nicht so wichtig. Also ich würde ihr gerne das nächste Mal dann was schenken. See you soon. See you soon. Und dann, ja, mal gucken. Vielleicht lässt sie sich ja im Winter oder sowas. Wir machen eine Winterhochzeit. Ach, herrlich. So, jetzt haben wir 15 Gebäude. Okay, was könnte man denn noch bauen? Ne, also ein Haus gibt es auf alle Fälle noch. Ich meine, wir können da jetzt nochmal eine neue Frau einziehen lassen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich brauche mal so einen Weg nach hinten, ne? Also, irgendwie... Machen wir hier einen Weg nach hinten? Ich glaube, ich habe jetzt gar ich habe jetzt gar keine Axt dabei. Aber die ist ja eigentlich schnell gemacht, ne? Ich bin der Meinung, in der 3. Staffel haben wir uns darüber unterhalten gehabt, dass die Frauen, 18 Jahre lang daheim bleiben. Ich habe mich auch schon gewundert, weil ich das ziemlich lang finde. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir uns darüber unterhalten hatten, dass die eben halt ja so lange außer Gefecht gesetzt sind. Ich meine, 2 Jahre, okay, das sind 8 Jahreszeiten, das ist schon nicht wenig, aber das ist weitaus weniger, wie ich gedacht habe. Ich meine, ich habe schon gedacht, boah, 18 Jahre, was machst du da mit einem Dorf voller Weiber, die nicht arbeiten?
Deswegen ist das ja alles erst entstanden und hat sich, ja, es ist so mit dem Gequatsche gekommen. Aber gut, ich meine, ich werde mich nicht beschweren. Ich finde das super, wenn sie, ja, arbeiten gehen, wann auch, wenn sie sollen, ne? Also 2 Jahre daheim, ich bin auch 2 Jahre daheim geblieben. Vollkommen legitim, finde ich. Ich bin schon, ich hätte gedacht, dass wir uns darüber unterhalten haben und gesagt haben, nee, die bleiben ja so ewig lang daheim. Mal gut, also mal gucken. Wenn nicht, wie gesagt, ist auch okay. So, ich würde gerne hier hinten dann so einen Weg hinmachen. Jetzt ist der da halt im Weg, ne? Dahin. Ich befürchte, der muss leider auch weg. Aber die lassen wir stehen. Und dann würde ich gerne, ich habe ja gesagt, ich würde gerne diesmal so ein bisschen mehr Richtung Wasser. Aber du brauchst ja die große, viele freie Fläche für die Felder. Deswegen, ja. Aber von der Entwicklung her gehen wir in die Richtung. Ne, so ein bisschen da Richtung Wasser runter. So, dann kommt hier nämlich ein Weg hin. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich komme. Ah, es könnte sein, dass du weg musst. Ich tue dich einfach schon mal ein bisschen wegmachen. Ich habe ja eh keine Schaufel gerade dabei. Deswegen ist das jetzt nicht ganz so dramatisch. Oh. So, gut. Naja, das ist doch schon mal schön, ne? So. Oh, hier sind ja noch ganz viele Beeren. Das habe ich gar nicht so registriert. Das ist gut. Die werde ich jetzt mal noch sammeln. Okay. Es ist jetzt so, es ist jetzt in der Früh 6:20 Uhr. Ich werde jetzt mein Kind gleich wecken müssen. So langsam, damit er frühstücken kann und wir uns für die Kita fertig machen. Und nehmen dann nachher die Folge auf. Und diesmal hole ich euch mit dazu. Also diesmal machen wir den Übergang gemeinsam, ne? Also ich stelle mich dann hin, stelle die Holzbolzen fertig und hole euch dann schon direkt wieder dazu, okay? Genau, und dann bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ja, es war mir wie immer eine Ehre und eine Freude. Und dann wünsche ich euch ganz viel Gesundheit. Bleibt schön gesund, ne, und munter. Und ja, habt gute Laune, lebt euer Leben. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut und bis bald. Wir sehen uns, ne? Oh, schön, guck mal. Das ist doch herrlich, ne? Es wird, es wird, es wird. Also ihr Lieben, bis dann. Ciao, ciao.